Würdest du lieber eine Ziege ficken und niemand wüsste davon? Oder würdest du lieber keine Ziege ficken, aber jeder denkt, dass du es getan hast? Wie kommt ihr auf so Fragen? Ein maximales Willkommen wünsche ich euch zur 11. Folge von Let's Play Minecraft. Heute, wie ihr schon sehen könnt, habe ich einen Gast dabei, den Mubi. Hi. Der war auch schon bei FIFA dabei und ich habe euch ja in der gestrigen Folge gefragt, da wir ziemlich viel Holz brauchen werden für die Scheune, dass ihr mir Fragen unter dem Hashtag FragMaxle fragen könnt und Mubi ist quasi heute die Losfee, die Kommentare vorlesen werdet, auf die ich dann antworten werde. Genau. Und ich mache jetzt aber als allererstes noch schnell eine Axt, weil ich glaube, dass eine nicht reichen wird. Aber jetzt haben wir erstmal genug. Und ich würde sagen, der Mubi kann schon mal direkt beginnen. Los geht's. Mit der ersten Frage, nachdem ich was gegessen habe. Na, wobei, du kannst genau. Jetzt schon anfangen. Also, Alexander Schütz sagt Hi und fragt, Maxle, kannst du mal Bed Wars spielen? Also natürlich erstmal Hi zurück und Bed Wars habe ich auch schon gespielt auf dem Kanal. Werde ich mal verlinken in die Playlist, da sind auch noch andere Minecraft-Minigames, die ich schon gezockt habe mit ein paar anderen YouTubern auch zusammen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und bezüglich, ob ich Bed Wars spielen werde, auf jeden Fall. Also es werden auf jeden Fall noch Minigames kommen, also jetzt nicht nur der Singleplayer, also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also kann ich dich beruhigen, wird auf jeden Fall mal wiederkommen. Ja, alles klar. Die nächste Frage kommt von Padu. Sagt erstmal, dass sie deine Let's Play super findet und wie du dir deinen Kanal in 2 Jahren vorstellst, ist die Frage. Erstmal danke, dass du die Let's Plays immer so aktiv am Schauen bist und dass du sie gut findest. Und wie ich mir meinen Kanal in 2 Jahren vorstelle, boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ich würde sagen, einfach immer noch mit guter Qualität und was, glaube ich, am wichtigsten ist mit einer aktiven Community. So viel haben momentan mitkommentiert und so, es macht einfach unglaublich viel Spaß, weil ich würde sogar so weit gehen, also es ist nicht unwichtig, wie viele Zuschauer man hat, aber es macht halt letztendlich keinen Unterschied, ob du jetzt 1000 Zuschauer hast oder 100, wenn du halt immer eine aktive Community hast, die halt immer im Kommentieren seid, so wie ihr das gerade seid. Deswegen würde ich einfach sagen, ja, eine aktive Community und halt immer eine Qualität, qualitativ hochwertigen Kanal. So, jetzt. Genau. Die nächste Frage kommt von Crepiscio Meep. Sorry, falls ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Hat 3 Fragen. Die erste Frage, benennst du eine Kuh nach Mr. Fußboden? Was? Mr. Fußboden? Mr. Fußboden. Wie kommst du denn auf Mr. Fußboden, ey? Steht da. Aber kann ich bestimmt mal machen. Also, wenn ich es nicht vergesse. Also, falls wir endlich mal dann genug Sachen für den Amboss haben und so, schreibst du einfach nur in die Kommentare, dann kann ich das bestimmt machen. Genau. Die nächste Frage ist, das Meep mit dir? Ist das Meep mit mir? Das Meep ist immer mit mir. Denn du musst immer dran denken, wenn das Meep nicht mit dir ist, dann bist du nicht gemiept. Und das ist nicht about it. Okay, mir fällt gerade auf. Okay, nee, 8 Eichhörner, nee, passt noch, hab noch genug Platz. Okay, alles gut, kannst. Und 3. Frage, wie willst du die Hunde benennen ohne Namensschilder? Ja, das ist halt das Ding, ne? Ich weiß nicht, kann man sich Namensschilder craften, weißt du das? Also ich habe sie bisher immer nur in diesen In den Monster-Spawnern gefunden. Genau. Also wir haben ja 2, 3 Namensschilder schon gefunden. Muss ich mal nachgucken. In diesen Nether-Festungen. Ja, genau. Also da findet man die auch. Wir werden auf jeden Fall welche finden, da schon mal. Don't worry about it. Genau. So. Die nächste Frage bitte. Genau, die nächste Frage sind wieder 2 Fragen von Draggy LP. Hat 2 Fragen. Die erste Frage, glaubst du, dass im ganzen Universum nur auf der Erde Lebewesen existieren? Oh, das ist eine tricky Frage, die ich gleich beantworten werde. Aber erst müssen wir nur kurz zurück, weil mein Inventar ist völlig überfüllt. Du hast Gedanken, ey. Das geht ganz schön weit. Also, um es vorne wegzunehmen, ich glaube auf jeden Fall an anderes Leben, weil rein mathematisch und rein vom logischen Denken, das Weltraum. Der Weltraum ist groß. Der Weltraum ist groß, verstehst du? Musst du wissen. Ja. Nee, ohne Scheiß, Leute, der Weltraum ist so unfassbar riesig einfach. Die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach kein anderes Leben gibt, ist einfach so gering, dass es muss einfach anderes Leben geben. Die Frage ist halt, in welcher Form, ob das jetzt halt intelligentes Leben nochmal ist oder ob das halt, ich weiß nicht, irgendwie, das Wort Fleisch behalten wir, oder ob das halt irgendwie in Form von Amöben oder sowas ist, das kann man halt nicht sagen und ist halt ziemlich, ziemlich schwierig, aber ich glaube schon auf jeden Fall an fremdes Leben. Ja, ich hoffe, dass es sowas gibt. Die Frage, ich kann es mir nicht anders irgendwie erklären, weil unsere Erde ist sicherlich nicht der Mittelpunkt des Universums. Nee,
Das auf keinen Fall. Ihr müsst euch halt bedenken, es gibt halt mehr Planeten als Sandkörner auf der Welt. Und ich finde halt, das Beispiel ist halt immer so krass, weil das halt irgendwie erstmal verdeutlicht, wie heftig das ist. Und wo meinst du, jetzt hast du die Sandkörner gezählt oder was? auf jeden Fall denke ich. Die Frage ist halt, ob das fremde Leben dann halt positiv zu uns steht. Vielleicht suchen die auch neue Lebensformen oder so. Boah, da kann man Stunden drüber philosophieren. Ja, also so. du glaubst aber auch, du glaubst ja, aber auch natürlich, dran, ne? Natürlich. Also ich kann mir das auch nicht anders irgendwie vorstellen, weil es auch so ganz viele Planeten oder Systeme gibt, in denen es ähnliche Bedingungen gibt wie auf unserem Planeten, und wenn auf unserem Planeten Leben entstehen konnte, dann würde es auch auf den anderen Leben. Und ich denke auch, dass bestimmt andere intelligenten Spezies so irgendwie auf der Suche nach anderem Leben sind, und das ist einfach so, das geht irgendwie voll über, ist voll der Mindfuck. Ja, es gibt ja auch irgendwie so ganz, ganz viele erdähnliche Planeten, die ja auch schon gefunden worden sind, und ich glaube da einfach dran, du kannst auf den Homebutton klicken, unten auf den Homebutton. Genau. Ja. Also, wurde auch schon gefunden, die sind halt bloß Millionen von Lichtjahre weg. Also ich glaube auf jeden Fall dran. Genau. Und die nächste Frage ist auch eine ziemlich interessante Frage. Ist sie noch von ihm? Genau, vom selben, okay. Von Draghi LP. Fragt, in wie vielen Jahren glaubst du, wird die Zukunft so sein, wie wir sie uns vorstellen? Also mit fliegenden Autos, haufenweise Roboter etc. Boah, ich habe letzt gelesen, dass so nicht ein Wissenschaftler, aber so ein Ökonomexperte gesagt hat, dass uns die nächste industrielle Revolution bevorsteht und auch die größte ist, die uns eigentlich bisher so war, weil wir einfach durch die ganzen durchs Internet und generell die ganze Technik so einen krassen Fortschritt gemacht haben. Deswegen, ich glaube, dass das gar nicht mehr so lange dauern würde. Fliegende Autos weiß ich jetzt nicht, aber ihr müsst euch mal vorstellen, hättet ihr vor 30 Jahren jemand gesagt mit einem iPhone oder sowas, was das jetzt alles kann, das ist Wahnsinn. Ihr müsst euch mal vorstellen, es steckt in einem heutigen Handy, in einem stinknormalen Handy, es muss nicht mal ein iPhone sein, das kann auch keine Ahnung, jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, irgendein Billig-Handy halt, steckt mehr Technik schon drin als in der kompletten Mondlandung. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das einfach mal vorstellt. So, jetzt muss ich auf die 9 drücken. Also, krass einfach. Also deswegen, ich glaube, das wird alles sau schnell gehen. Wenn ich auch überlegt, wir sind ja so die letzte Generation, also ich bin 96er Jahrgang, die in ihrer Kindheit ja, also ich rede wirklich nur in der Kindheit, mit Jugend, wo wir jugendlich waren, ging es dann halt los mit den Smartphones, wo halt wirklich noch ohne Handy aufgewachsen sind. Ich hatte mein erstes Handy in der 4. Klasse und das war ein Schwarz-Weiß-Handy von Nokia. Ja, oder so ein Motorola Razr. Ja, das war damals der Shit, oder Sony Ericsson, wo du noch mit Infrarot Lieder und sowas rumgeschickt hast, oder wo du völlig abgezickt bist, wenn du aus Versehen auf den Internetknopf gedrückt hast. Ja. Das kennt viel. Nicht voll übel, aber es ist einfach krass, wo du früher immer über ICQ geschrieben hast. Heute habe ich erst noch mein alter ICQ-Nummer mal wieder rausgesucht. Ey, es ist Wahnsinn, kann ich immer noch auswendig. Also wir leben in einer so schnelllebigen Zeit, deswegen, ich würde sagen, in spätestens 30 Jahren, nicht unbedingt fliegende Autos, aber es wird sich komplett verändert haben, unser Leben, wie es jetzt schon ist. Ja, also ich denke, das ist halt auch so voll das komplexe Thema. So, man kann ja in jedem Bereichen da so weiterdenken. So, ich denke, dass gerade sich so die Menschen und gerade so medizinische Sachen, so Aspekte weiterentwickeln werden, so, ich meine, so wie, dass man länger leben kann durch den medizinischen Fortschritt. Ja, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig denke ich auch, also vor allem auch so Roboter, künstliche Intelligenz, ist ja alles auf dem Weg irgendwie, dass es irgendwie immer weiterentwickelt wird. Was man da halt aber auch betrachten muss, ist halt, dass auch gleichzeitig die Bedingungen auf der Erde aufrechterhalten werden für die nächsten Generationen, dass es überhaupt so einen krassen Fortschritt kommt. Wenn ich mir vorstelle, Anfang 20. Jahrhundert, also 1900, haben, glaube ich, 2 oder 3 Milliarden Menschen auf der Welt gelebt. 2 Milliarden. Und jetzt sind es einfach bald schon 8 Milliarden. Das ist übel. Und in den nächsten 50 Jahren soll es auf 10 Milliarden, 11 Milliarden hochgehen. Also das ist schon Wahnsinn. Und wenn du dir auch die Lebenserwartung anschaust, ich glaube, jetzt von einem Neugeborenen sind die Lebenserwartungen für Frauen, die werden sowieso mehr älter, schon bei fast 90 Jahren. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist wirklich. Also sehr komplexes Thema natürlich, auf jeden Fall. Ja. Aber trotzdem interessant drüber zu reden. Ja. Also, danke für die Frage. Auf jeden Fall. Die nächste Frage kommt von Let's Links. Er fragt, was für Musik findest du cool? Schwierig. Also ich muss sagen, früher habe ich sehr, also ganz früher so gesagt, habe ich mir immer Best of von den ganzen Jahren immer geholt. Das war immer so das Einzige, was ich gehört habe. So diese Bravo-Hits. Ja, oder Ultimative Charge oder genau, sowas. Ja. Dann habe ich sehr, sehr viel Deutschrap gehört, beziehungsweise auch an sich Rap. Aber inzwischen muss ich sagen, so seit 3 Jahren höre ich eigentlich so gut wie fast alles. Dubstep mag ich zum Beispiel aber wiederum gar nicht. Also das, was ich wirklich gar nicht höre. Aber ich höre wirklich eigentlich alles. Ich habe halt, seitdem ich Spotify habe, ist vorbei. Dann guckst du halt, ja, was gibt's Neues, dies, das. Ich könnte gar nicht mehr irgendwie nur ohne mit der gleichen Musik auskommen oder so. Also ich höre wirklich alles. Ich höre auch manchmal selbst sogar Klassik, wenn ich irgendwie entspannen will oder sowas. Es ist also wirklich von A bis Z eigentlich alles durchgehend, bis auf Dubstep oder sowas. Wie gesagt, sowas mag ich halt dann wiederum gar nicht. Und hinten ist wieder ein Baum, Mensch, cool. Geil.
Ja, dann wäre die Frage auch beantwortet. Die nächste Frage kommt von Let's Cats und es fragt, was war das erste Game, was du gezockt hast? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß, dass ich früher von meinem Dad einen Laptop hatte, wo ich sogar noch Diskettenspiele gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch kennt, Disketten, ne? Das war sogar vor CD noch. Das erste Spiel, was ich so richtig gezockt habe, meiner Meinung nach, war Europa Racer. Kennst du das? Ich weiß es nicht. Um was ging's da? Das ist so ein Ort, ohne Scheiß. Ich schneide euch jetzt mal das Intro rein. Also zumindest so ein bisschen was. Das Intro, Alter, ich habe das letzte Mal wieder auf YouTube gesucht, nur wegen dem. Ich habe das so gefeiert, ey. Seid keine Gewinnertypen, so wie wir. Da bist du halt durch ganz Europa halt gefahren. Damals war die Grafik so unfassbar geil, gell? Heute ist die so eine Scheißgrafik. Ja, ist übel, gell? Aber es hat ultra viel Spaß gemacht. Und ich muss mal ganz kurz den Shade ausmachen. Wartet mal kurz. So, Shade das aus. Ist gleich viel heller. Ich glaube, ich würde sagen, das ist das erste Game, was ich so richtig, richtig gesuchtet habe. Europa Racer hat auf Windows 98 damals ist richtig hart gespielt. Also ich werde auf jeden Fall mal den Anfang von Europa Racer mal reinschneiden. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das Spiel war echt mein Leben früher, ohne Scheiß. Also Europa Racer sagt mir nichts. Also als ich 6 war oder so, da habe ich bei meinem Kumpel auf der Nintendo 64 das erste Mal gezockt, so richtig, in das Super Mario 64. Und ich hatte gleichzeitig auch so eine Sega Mega Drive oder so hieß das, ja, glaube ich, ja. so eine Kassettenkonsole auch. Das war, glaube ich, Sonic oder so, Sonic irgendwie 1 oder so hat man da drauf gespielt. Auf jeden Fall übel witzig. Ich weiß auch noch, ich hatte damals so einen Joystick, mit dem ich noch so gespielt habe. Also das war auch immer, da haben mich immer meinen besten Freund, habe ich ja immer rumgestresst, wer den Joystick jetzt bekommt. Ja, das ist auf jeden Fall soweit zu der Frage erstmal. Die nächste Frage kommt von Emily Hanna. Sie, Emily, sie? Alter, was ist denn Emily? Oh, hallo, ich bin der Emily, ich kann mir sexen. Sie fragt, könnt irgendwann nochmal Fallout 4? Fallout 4, wollte ich erst da bringen, aber habe ich irgendwie den Spaß nicht so dran, beziehungsweise auch zu wenig Zeit, um das aufzunehmen, also ich denke eher nein, auch wenn es mir leid tut. Aber Beyond Two Souls führe ich endlich mal weiter, hoffentlich demnächst. Es tut ihm ja leid, ne? Aber ja. Oh, Golden LP hat einige Fragen gestellt. Gehen wir einfach mal der Reihe durch, genau. Wir haben jetzt Zeit. Erst sagt er, bau bitte die Scheune aus Heu. Edit, bau bitte die Scheune aus Heuballen. Erste Frage. Warte, ich muss noch kurz fragen, wegen den Heuballen. Also Heuballen werden auf jeden Fall auch drin vorkommen, aber ich habe wirklich schon einen Plan für die Scheune, die auch ziemlich, ziemlich geil aussehen können und dafür brauchen wir sau viel Eichenholz. Deswegen fahren wir das jetzt auch heute. Also los geht's. Wen guckst du, wenn du Varo guckst? Was hältst du davon, dass es Mitte 2016 kommt? Also Varo habe ich, um ehrlich zu sein, nur das erste und das zweite verfolgt und ich habe Tadl und Adi geschaut. Aus dem einfachen Grund, Tom und ich waren ja bei einem Battle-Projekt irgendwie genauso wie die beiden. Wir haben einfach mega viel Scheiße einfach nur gemacht, weil wir keinen Plan hatten, eh nicht gewinnen konnten. Ne? Also ja, die beiden habe ich eigentlich geschaut, weil das war halt doch immer witzig, wenn die dann immer und dann immer so, oh, blei. Und immer halt so eine ganze Scheiße und so. Also, nee, die habe ich schon gefeiert. Die waren witzig. Also, die habe ich immer geschaut. Und dass es Mitte 2016 kommt, also, mir echt zu so sein. Ich finde Varo immer echt cool. Es macht doch echt Spaß, zu schauen. Aber ich habe meistens leider zu wenig Zeit, um es immer zu schauen. Und deswegen ist es jetzt nicht so wichtig, aber ich werde es auf jeden Fall schauen. Also, deswegen, dass es Mitte 2016 kommt, ist mir relativ egal. So, die nächste Frage. Hättest du oder hast du Haustiere? Ich hatte, oh Gott, jetzt muss ich mal aufzählen, ne? Also, als ich ganz klein war, so hatten wir eine Perserkatze, die ist dann aber gestorben leider, war sie 14. Oh Gott, scheiße, mein Schwert ist kaputt. Und die Tierspitze. Mach ich auch. So, Perserkatze, dann hatten wir verschiedene Katzen, diversen Katzen. Und ich hatte mal Hasen und einen Zwerghamster. Der war immer süß. Den habe ich ganz einfallsreich, wie ich bin, Speedy genannt. Speedy Gonzales. Aber ja, nee, Katzen bin ich eigentlich aufgewachsen, deswegen eigentlich hauptsächlich Katzen. Dann die nächste Frage ist, wer war der Erste, den du abonniert hast? Darüber haben wir vorhin geredet. Weißt du gar nicht so richtig? Nee, der Erste, der mich abonniert hat, haben wir vorhin geredet, das weiß ich nicht. Den Ersten, wo ich abonniert habe, würde ich mal stark behaupten, war Gronkh eigentlich sogar. Ja. Weil ich habe Gronkh eigentlich, also ich habe mit Let's Plays angefangen, relativ früh zu schauen, irgendwie schon Anfang, also Januar, Februar 2011 oder so. Mhm.
bin ja schon relativ länger dabei, Gott sei Dank haben wir 6 Äpfel. Ich glaube, Gronkh war nämlich der erste, weil ich habe damals Edna bricht auch so gesuchtet bei ihm und Deponia auch. Das ist einfach so ein krank witziges Spiel, wie er das gemacht hat und so. Und ich finde bis heute noch, dass Gronkh einer der besten YouTuber überhaupt in Deutschland ist. Gerade auch seine Ansprache, das Let Rutsch 2016, habe ich jetzt fast komplett durchgeschaut, höre ich immer zum Einschlafen. Beziehungsweise durchgehört, was er sagt, es stimmt einfach. YouTube hat sich einfach krass verändert. Das ist aber wieder ein anderes Thema, da möchte ich jetzt gar nicht so ausschweifen, aber Gronkh auf jeden Fall einer der ersten, den ich auch immer noch aktiv mit am meisten verfolge, würde ich mal behaupten. Oh Gott, Creeper! Oh. Oh. Oh Gott. Okay. Die nächsten zwei Fragen von Golden LP. Erstens deine Meinung zu Tube Clash wahrscheinlich gemeint. Und zweite Frage, hast du früher Animes geguckt wie Dragon Ball? Also als erstes Tube Clash. Kennst du Tube Clash? Sagt mir jetzt nicht. Sagt mir gerade auch nichts. Sollte ich das... Mann, ich hasse die Mini-Zombies. Sollte ich Tube... Aber ist gut, das haben wir direkt ein bisschen verrottetes Fleisch. Alter, was machen die Viecher für ein Geräusch, ey? Sollte ich Tube Clash kennen? Also, ich weiß, also mir sagt es gerade nichts, Freunde, es tut mir leid. Ja, dazu kann ich nichts sagen. Und, was war die zweite Frage? Ob du früher Animes geguckt hast, wie Dragon Ball. Ja. Also, Dragon Ball Z, muss ich gestehen, steinigt mich dafür und kreuzigt mich dafür. Ich habe Dragon Ball Z nie gesehen. Habe ich auch nicht geschaut. Nie. Was ich über Streams gesuchtet habe, was ich teilweise immer noch geschaut habe, beziehungsweise ich habe vor einem Jahr komplett durchgeschaut, Yu-Gi-Oh! Zeit für ein Duell! Ich war der größte Yu-Gi-Oh!-Freak, den es überhaupt gibt, hatte mit die besten Karten, hatte alle drei Götterkarten. Ja, ja. Und, hab auch eine Duel-Disc gehabt und hab das übel gesuchtet, hab... Oh Gott, nein! Nicht der! Nicht der! Nein, ich will jetzt nicht sterben! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, ich glaube, wir gehen mal kurz zurück. Wir müssen uns eh eine neue Axt machen, ne? Wie viel Holz haben wir denn? Sehr viel Holz, aber wir gehen trotzdem mal zurück. Heilige Scheiße. Oh Gott. Regenerier bitte Leben. Ja, Yu-Gi-Oh! Habe ich sehr, sehr gesuchtet. Pokémon. Dual Disc. Pokémon habe ich ab und zu immer mal geschaut. Mhm. Was ich auch immer übel gerne geschaut habe, war, Oh Gott, was ist denn das? Ein Skorpion? Das ist der Most Creatures Mod. Ich will like hier schnell was essen. Was ich auch geschaut habe, war Detektiv Conan. Oh, Alter, ja, Detektiv Conan, oh mein Gott, das habe ich so geliebt. War das nicht dieser irgendwie so ein älterer, der dann irgendwie zu einem geschrumpft Jungen wurde? Ja, ja, genau. Da habe ich sogar das Buch dazu, beziehungsweise den Comic. Also das habe ich unglaublich gesucht. Das gucke ich teilweise immer noch ein paar Folgen von, weil es einfach so geil ist. Also das wirklich richtig, richtig krass. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren, ob ihr denn eigentlich Animes oder sowas geguckt habt. Und wenn ja, dann was? Schreibt mir das nochmal in die Kommentare. Was hast du denn so geschaut noch, Mubi? Ich habe die ganzen Comic-Serien geschaut. Batman, Superman und sowas. Und ich liebe das auch immer noch. Ich gucke die manchmal immer noch. Okay. Aber ich weiß nicht so, das war so das, was ich in meiner Kindheit am liebsten geschaut habe. Und die ganzen Disney-Serien natürlich noch, so Mickey Mouse. Ja, klar. Mickey. Sogar Aladdin und so Sachen, das ist übel. Sowas läuft gar nicht mehr im Fernsehen, das ist fast sogar schade. Ja. Genau, nächste Frage hast du schon teilweise beantwortet von Logan Lorky. Schaust du auch andere YouTuber wie zum Beispiel Gronkh, Sarazar etc.? Wenn ja, welche? Also früher habe ich mehr geschaut, muss ich zugeben, weil ich einfach damals noch mehr Zeit hatte. Inzwischen ist immer weniger geworden. Ich busy Businessman, weißt du? Hat leider echt so. Also wie gesagt, Gronkh schaue ich eigentlich zum Beispiel gerade Punch Club. Schaue ich komplett regelmäßig bei ihm, weil ich es einfach mega feier. Also Gronkh regelmäßig, den Fix schaue ich ab und zu mal ganz gerne, auch wenn es ein Pisser ist. Schöne Grüße an dich an der Stelle. Den Tom schaue ich auch, Toms Topic. Und größere YouTuber schaue ich gar nicht mehr so krass. Alexi Bexi schaue ich immer mal wieder, weil den feiere ich immer noch, weil er einfach ultra kranke Qualität hat. Wir haben uns übrigens gerade ein Dia-Schwert gemacht, wollte ich nur mal klarstellen, ne? Weil die Viecher halt schon stärker geworden sind. Ja. Schaust du irgendwelche YouTuber aktiv? Valle Gaming schaue ich noch ab und zu. Relativ unbekannt noch. Zwar über 100.000 Abonnenten schon, aber trotzdem. Ich schaue eigentlich hauptsächlich englische YouTuber. Also nicht so wirklich so Gaming. Also eigentlich hauptsächlich die ganze Sideman-Crew, falls es jemandem was sagt. Also die ganzen britischen FIFA-YouTuber. KSI, Miniminter und sowas. Die finde ich halt ganz witzig. Ansonsten schaue ich kaum noch YouTuber eigentlich. Also ich schaue noch diesen Maxler, aber ich weiß nicht. Ich finde den, der ist in Ordnung, aber es gibt Besseres. Der stinkt auch immer ein bisschen, gell? Ja, der kommt immer noch komisch vor. Ansonsten, ich habe mir auch teilweise jetzt sogar auch so die anderen YouTuber angeschaut, die mit Excel ein paar Sachen gemacht haben, so Fix oder Tokra und so weiter. Ist auch ganz interessant, sind alle irgendwie sympathisch. Und
Ansonsten bin ich nicht mehr so krass auf YouTube unterwegs und wenn, dann schaue ich Videos, bei denen ich nie so wirklich fest abonniert habe oder so, sondern immer nur mal das, was auf der Startseite erscheint. Wie viele Fragen haben wir denn noch? Ja, wir haben noch so 2,5. Bei der, ja gut, alles klar, weil dann machen wir jetzt einfach mal den Tag ein bisschen durch, dann das zählt nicht, genau. Das ist dann einfach, dann wird einfach morgen. Genau, er muss ja noch die kurze Folge von genau. Letzte kurze Folge kompensieren. Dann wird das heute einfach ein bisschen länger, genau. Freunde. Also, Yannick Webetzer fragt, würdest du lieber eine Ziege... Die Frage habe ich schon gelesen, Alter. Na! Soll ich sie vorlesen? Ist das in Ordnung? Warum explodiert der denn nicht? Ja klar, lese ich vor. Okay, also, Yannick Webetzer fragt, Shoutout an dich, dass wir dich draußen eine Frage stellen. Würdest du lieber eine Ziege ficken und niemand wüsste davon? Oder würdest du lieber keine Ziege ficken, aber jeder denkt, dass du es getan hast? Wie kommt ihr auf so Fragen? Genau. Yannick Webetzer aus Frankfurt, Kant-Gymnasium, 7. Klasse. Wohnhaft in Müllerstraße 24. Wir haben dich erwischt. Verreck ich? Nee, Gott. Nee. Alter, da gibt's doch gar keine Antwort drauf. Ich fick doch keine Ziege, Alter. Selbst ja, wenn alle Leute denken, dass ich eine gefickt hätte. Ich fick doch keine Ziege. Bist du behindert? Also nein, ich würde die Ziege nicht ficken. Mir egal, ob's alle denken. Kommt drauf an, wie die Ziege aussieht. Really, nigga? Nein! Oh Gott. Kopfkino, stell die nächste Frage. Nächste Frage, okay. Jan Kicks fragt, was möchtest du in deinem Leben erlebt oder und erreicht haben? Oh, das ist auch eine krasse Frage, auf die man ausschweifen kann, ne? Boah, also ich will auf jeden Fall sehr, sehr viel von der Welt gesehen haben. Ich will wirklich sehr, sehr viel reisen, das ist mir unglaublich wichtig. Dann will ich eine Familie mal gründen und ich möchte gerne so viel Geld haben, dass ich einfach, also ich muss nicht reich sein, aber dass ich einfach keine Geldprobleme habe und dass man in Ruhe quasi leben kann und das Leben genießen kann. Also auf jeden Fall, ich will sehr, sehr viel von der Welt sehen, das ist mir eigentlich mit das Wichtigste und halt eine Familie gründen. Das ist so mein Lebensziel. Genau, Maxi ist ja schon auf einem guten Weg dazu. Was ist denn dein Lebensstil? Mein Lebensstil ist, ich weiß nicht, ich habe sowas noch nicht wirklich, ich meine, okay. Ich meine, in dem Alter sich da so festzulegen, ja, ist ja komisch. Also ich lasse alles so auf mich zukommen und mal gucken, wie alles so läuft. Man hofft ja darauf, dass es nicht verkackt wird. Vorletzte Frage, Marco009 fragt, könntest du ohne Zeitraffer spielen, weil das zu Minecraft? Und wie viele Folgen hast du geplant? Also, ob ich ohne Zeitraffer spiele? Nein, weil ich finde halt teilweise, dass es halt echt langweilig ist und das macht halt auch einen Unterschied zu anderen Let's Plays, weil da schalte ich dann selber teilweise und denke so, oh, jetzt baut ihr schon wieder 10 Stunden ab, das werde ich nicht machen, das tut mir leid. Wie viele Folgen ich geplant habe, das kann ich dir gar nicht sagen, einfach so, wie ihr zuschaut und wie ihr das Ganze feiert, wenn ich da irgendwann mit 0 Zuschauern da sitze. Weiß ich nicht, aber ich denke mal, bei euch kommt es gut an und ich habe da dran Spaß. Also das Wichtigste ist, dass ich so lange dran Spaß habe und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, vor allem mit euch. Und deswegen denke ich mal, das ist jetzt erstmal Open End. Genau, ich hoffe, dass ich keine Kommentare jetzt übersehen habe, aber der wichtigste Kommentar, der kommt jetzt. Die liebe Annelie Erdler, Gruß an dich, fragt, hast du eine Freundin? Haha, Spaß. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, welche wären es? Also als allererstes, also ihr müsst wissen, weil die Annelie gefragt hat, ob ich eine Freundin habe, dass die Annelie meine Freundin ist. Und ich wollte dir mal sagen, dass ich sie sehr, sehr liebe und dass du die tollste Freundin auf der ganzen Welt bist. Und jetzt muss ich voll grinsen, aber das wollte ich einmal gesagt haben. Und wenn ich 3 Wünsche frei hätte, das ist eine sauschwere Frage. Also ich würde auf jeden Fall als allererstes alle Menschen, die mir wichtig sind, also meine Familie, Freunde und so weiter, Gesundheit wünschen, weil es ist zwar immer so ein Floskel, aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig, Gesundheit. Das ist mit das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Du kannst so viel Geld haben, wie du willst, wenn du nicht gesund hast, bringst du dir nicht. Das würde ich mir als erstes wünschen, als zweites. Wenn ich 3 Wünsche frei hätte, ne? Boah, es ist gar nicht so leicht, ey. Ja gut, jetzt auf mich bezogen oder würde ich auf die ganze Welt? Weil jetzt kannst du ja egoistisch denken oder nicht? Ich würde das, also... Ich beziehe es mal auf mich, sag ich mal, realistische Wünsche irgendwie so ein bisschen. Weil natürlich würdest du sonst sagen, du willst einen Weltfrieden und so und du willst, dass keine Kriege und mehr so sind. Das ist natürlich immer, aber ich beziehe es jetzt mal ein bisschen mehr auf mich. Persönlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen egoistisch ist. Wie gesagt, Gesundheit, dann auf mich selber auch, dass ich halt, wie gesagt, mal später Familie und sowas habe und dass ich einfach auch gesund bleibe und dass ich einfach mein Leben quasi genießen kann. Und das Letzte... 3 weitere Wünsche. Ja. Ja, Standardantwort muss so sein.
So, dann, das war's, oder, mit den Fragen? Ich denke, das waren alle Fragen. Ui, Freunde, jetzt haben wir, Alter, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 und wir haben auch noch daheim welches. Wir können es gar nicht mehr sprinten. Ich esse mal kurz schnell das verrottete Fleisch und geht's mir schnell nach Hause. Schön weiter kommentieren, ne? Dann gibt's immer so lange Videos. Also wirklich erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen. Das fand ich wirklich sehr, sehr cool von euch. Ich hoffe, dass der Mubi und ich euch die jetzt so beantworten konnten, wenn es euch interessiert hat. Ich werde das bestimmt mal wieder machen, nicht öfters, weil sonst habt ihr ja gar keine Fragen mehr, aber immer mal wieder, wie leer das jetzt alles ist, müssen wir unbedingt nachpflanzen noch. Also wird auf jeden Fall öfters kommen, wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Fragen und ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam, dass man euch so die Antworten geben konnte. Ja, wir gehen jetzt mal schlafen, der Tag ist eigentlich schon fast rum, jetzt haben wir ein bisschen unseren Rhythmus auseinandergebracht, aber egal, was soll's. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch den Daumen nach oben da. Wäre cool, wenn wir 15 Daumen nach oben schaffen würden. Alter, schaut euch mal, wie viel Holz wir haben. Ich würde mal behaupten, das reicht erstmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Ja gut, hab ich gesagt, ne? Was mich interessieren würde, wäre, ob irgendwelche Össis deine Videos schauen. Also, falls ein Össi die Videos von Maxley schaut, bitte kommentiert. Bitte. Meine halbe Familie kommt aus dem Össiland, meine andere aus dem Wessiland. Also, nicht Schwindorf. Also, nicht aus Sachsen, sondern aus Brandenburg, aber trotzdem. Ich beende jetzt aber die Folge wirklich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass du dabei warst, lieber Mubi. Bestimmt ist da jemand anders auch nochmal dabei. Und dann würde ich sagen, vergesst nicht zu kommentieren, ob ihr auch irgendwelche Animes oder sowas früher geschaut habt. Und dann würde ich sagen, ich gehe mal so, ich tue so, als ob wir schlafen. Ja, aber nicht weiter sagen, dass wir nur so tun. Bis zur morgigen Folge und haut rein.